Bismillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Es gibt ein Hadith, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Egal wo ihr ein Kreuz findet, muss man das weg oder kaputt machen. Hada qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Hadith Ali radiyallahu anhu. Und das heißt nicht, dass du jetzt auf die Straße gehst und die Kreuze kaputt machst und du sagst, dass der Bruder das gesagt hat oder so. Das ist ein Hadith, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Und die Sachen, was wir machen oder sagen, immer mit Weisheit. Hier, wenn ein Bruder zum Beispiel in einem Raum betet, wo ein Kreuz ist, eigentlich besser nicht, dass man dort also betet. Die einzige Möglichkeit, was du hast, dass du diese Kreuz zum Beispiel mit einem Tuch zudeckst. Wenn du das also machen kannst, ist sehr gut. Wenn du keine Möglichkeit hast, wo du dort beten kannst, hier in diesem Fall, ich kann dir sagen, du darfst dort beten, weil du keine andere Möglichkeit hast. Allah Azza wa Jalla sagt: Wattaqu Allah mastata'tum. Fürchte Allah Azza wa Jalla, wie ihr könnt. Sonst, wenn du Möglichkeit hast, dass du diese Kreuz zudeckst, wäre sehr gut. Allahu Akbar.